Ja, moin liebe Leute der gepflegten Forelle und herzlich willkommen bei Lost in Paradise. Herzlich willkommen bei Lost in Paradise. Ja, genau. Ich befinde mich im Angelparadies Eschede beim lieben Michael. Und ja, also geplant war das so nicht. Wir wollten eigentlich nur gemütlich das Wochenende ausklingen lassen. Der Svenny und ich, wir haben uns am Montag freigenommen und wollten noch eine Nacht bei Micha verbringen. Morgens vielleicht nochmal eben ein Stündchen die Route peitschen, bisschen quatschen, wach werden, Käffchen trinken, noch mit Michael sabbeln. Und ja, da ist noch ein schöner Angelvormittag draus geworden. Mit jede Menge Fisch, mit jede Menge Schleckereien, mit jede Menge dumme Sprüche und Sabbeleien. Wir hatten mächtig Spaß. Auch das Video so war nicht geplant, das sollte eigentlich nur am Rande stattfinden. Ja, ist mal eine andere Perspektive. Es ist auch nicht so interaktiv wie sonst, aber ich will es euch nicht vorenthalten. Gönnt euch dieses kleine freundschaftliche Match und habt viel Spaß. Ein bisschen golden, ein bisschen super Lachsforelle. Ein bisschen Forti, ein bisschen See, ein bisschen Lachsia, das gönn ich mir. So, Kinder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, ganz vielen Dank. Erschlagen zählt nicht. Schön im Saibling entschneidert. In einer Tour. Oh, Goldi! In einer Tour, Alter. Knallbunt läuft. Oder wenn ich die Zahl erreicht habe, dann fängt er an durchzuladen. Okay. Oder knüpft er. Bei 50 gibt es Hausverbot. Okay. Ich nehme den Kopf mal nach. Thank you.
Immer wieder der Irisbuhn, der dann doch reizt. Ne? Ich sag immer wieder der Irisbuhn, der dann doch reizt. Iris? Ja, Irisbuhn. Tonfüße auf. Ich hab gesehen, wie er hinterher gekommen ist. Sehr schön. Ich gucke mal. Würdet ihr mal aufhören, komplett durchzudrehen? Mit dem Typ von Blumen. Fisch steht, Sven. Guck mal dahin. Steht da aber auch noch. Wenn da jetzt einer anbeißt bei dir, dann ist ein Arsch voll. Tock. Tock. Und Fisch. Deine ist auch frei, ne? Ja, ja. Kann ich gleich, oder? Du auf meiner, ich auf deiner Seite. Ey. Alter, der Micha, der jagt uns gleich vom Hof hier. Ja, liebe Leute, der Sven und ich wollten eigentlich noch ein bisschen in Ruhe fischen und ein bisschen schnacken, einfach nur gemütlich am Wasser stehen, aber das eskaliert gerade total. Sven, der ist ja wieder richtig am Aufräumen. 2, 4, 6 Stück hat er schon raus. Ich bin bei 4. Es knallt hier wirklich. Es macht einen Heidenspaß bei Micha. Ist der Wahnsinn. Morgenstunde hat Fisch im Mund. Sag ich zu meiner Frau auch jeden Morgen. Nur ein bisschen abgewandelt. Mal gucken, ob wir die Saiblinge ein bisschen kitzeln können. Deshalb gehe ich jetzt gerade noch ein bisschen auf lila. Bei mir ist pink. Saibling? Habe ich gesagt.
Saiblingsfarbe rauf, Saibling raus. Ja, ist ein Saibling. Und wie er schüttelt und rüttelt. Und mehr mit dem Jungle, bringt ihn nicht. Schon ein bisschen besser. Weiter Wurf auf Blau Weiß. War jetzt direkt vor meiner Nase, ja? Jo. Der sah aus, als wenn der Ärger machen wollte. Ich hab dir den da weggeholt. Ja, danke. Saibling? Lachsi. Oh, vor deinen Füßen. Vor meinen Füßen jetzt? Ja. Du bist ein Nachmacher, bist du, weißt du das? Was macht man unter Freunden? Guck mal, ihn kenne ich nicht, da kann ich das machen. Saibling. Saibling auch noch. Ich hab so eine Sackhase, ey. Und ein schöner. Ja, steht nicht mit vorne. Tetri-Dang. Boah. Was ein Torpedo. Eine Rolle macht. Ja. Warum das? Ah ja. Das ist ein bisschen weiter rübergegangen. Boah, die Jumper sind mal lack weg. Da springen können die unwahrscheinlich gut, ne? Ja. Der ist noch nicht so weit, der ist noch nicht so weit. Eskalation. Was ein schöner Lachs. Was ein schöner Lachs. Freunde, was soll ich sagen? Morgenstunden hat Fisch im Mund. Totale Eskalation am Fischteich hier in Eschede an der legendären Bärenkuhle. Freunde, ey, das knallt hier und das scheppert hier. Wir haben bestes Angelwetter. Es ist herrlich kühl. Es ist einfach super geil zum Angeln. Perfekt, schöner Tag. Und das merkt man an den Fischen hier am Bock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nummer 7. Und bei Sven liegen jetzt, glaube ich, schon 2, 4, 6. Auch 7? Ja. Gleichstand, mein Freund. Gleichstand, Freunde, es bleibt spannend. Es ist aber auch phänomenal, was der Micha hier an Fisch besetzt. Die Qualität ist einfach schierer Wahnsinn. Ist jetzt ja nicht der erste Besuch hier. Beim letzten Mal, beim Ausnehmen der Fische. Irgendwie ist hier 16 meine Zahl. Mal sehen, was heute auch so wird. Erster Besuch Bärenkuhle, 16 Fische. Zweiter Besuch Premium-Teich, 16 Fische. Jetzt nochmal Bärenkuhle, mal gucken. Aber die Fische, die wir bisher mitgenommen haben, Alter, Qualität nicht. Hätte ich mehr Daumen, würde ich mehr zeigen. Es ist echt. Die haben so ein geiles Fleisch. Die sind einfach perfekt. Die sind, wie sie sein sollen. Und zwar hammermäßig. Die Qualität hier in Eschede ist echt. Bam. Ich schmeiß mal ein Handtuch über die Fische. Aber wollt ihr Bestand der Bärenkuhle ein bisschen reduziert haben?
Es ist schade, dass man das nicht auf Video sehen kann, wie unser Micha den Gang entlang kommt und nur mit dem Kopf. Katastrophal, die Kunst. Ach, herrlich. Ja, ist kalt irgendwie noch, ne? Im Gesicht so. Herein. Herein. Ich habe vergessen, was heute Montag ist. Ja, unser Firmenhandy ist am rumtickern. Verhält er sich eher wie ein Säugling. Vielleicht war die Mami auch noch. Eskalation! Hast du? Ich dachte erst, die Goldene geht drauf. Ja, die Goldene ist ja auch so hinterher, Alter. Haben das Alpling von unten hochgeschossen. So, vorne, Kamera war leider kurz weg, ey. Junge, dem fehlt eine Brustflosse und der hat trotzdem so Power gehabt. So, Leute, hier habe ich nochmal einen schönen Saibling. Wunderschönes Tier. Ey, und dem fehlt vorne eine Brustflosse hier. Da, die ist weg. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was der für Kraft hatte und wie steil der da gegangen ist. Der hat auch super Spaß gemacht, kam schön von unten hochgedonnert. Gefangen auf dem Teller bunte Knetesbuhn. Das würde sich der Simon freuen. Von der Spoon Factory Oldenburg. Ist das ein Design? Der ist richtig schön bunt. War direkt der erste Wurf. Saibling kam hochgeschossen. Ich will jetzt mal gucken, ob der noch weitergeht, ey. Die Viecher scheinen hier heute echt auf bunt oder eben auf sehr schwarz kontrastfarbig zu stehen. Also dann schwarz-orange, schwarz-blau-weiß, schwarz-pink oder da gehen die total drauf. Oder eben komplett bunte Farben. Der MA08, der Antemdona von Matze Asmus, hat heute auch schon gut abgeliefert mit seinen blau-orange-rot-Farben. Zunder, ey. Wir haben alle Zunder. Also echt egal, was ihr hier an der Angel kriegt. Naja, selbst die kleinen Portis, Alter. Wahnsinn, ey. Einfach nur Wahnsinn, echt. Alle so, so kampfstark hier. So, Leute, ich will mich auch mal kurz zu Wort melden.
schaut euch mal diesen geilen Saibling an. Absolut geiler Fisch, kampfstark ohne Ende. Und hier im Angelparadies Eschede. Also echt super geile Fische, die der Micha hier besetzt. So, weil ich meine Tochter so vermisse, habe ich gedacht, ich fische jetzt nochmal meinen Emily Spoon, den Alfred. Alfred, kennt ihr noch Alfred? Nicht mehr die ganzen Fische wegfangen. Kein Verbot. Ich hab schon los, ab nach Hause. Das liegt nur daran, dass die Fliegen auch hier sind, wegen dem Aasgeruch. Scholz, das ist ja froh. Das fliegt auch. Ja, du wolltest doch die Bestände auf der Kuh ein bisschen reduzieren, ne? Aber der unterste Lachs ist keiner will auf meine Emily beißen. Mein absoluter Lieblingsspoon von Alfred. Schönes Ding. Liefert eigentlich immer wieder Fische ab, haben wir gestern im Event auch gesehen. Ey, die Trauthander Ladies haben da auch drauf gefangen. Und es wird immer wieder auf den gefangen. Er muss auch, der ist zuckersüß. So, jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir die Saiblinge ein bisschen ärgern können. Alex, must have. Ein schöner, wo ist das, ein Anthemdona? Ich glaube, das ist ein Anthemdona. Ist auch scheißegal, das ist kein Anthemdona, das ist ein must have Spoon. Ein schönes Ding in schönen Farben. Mal gucken, ob ich ein bisschen Saibling kitzeln kann hier. Mr. Brown kriegt's the Frau. Wahnsinn, was der Shaker an Fahrt aufnimmt, ey. Der ist eben abgegangen, ey. Jawohl. Schön Saibling auf dem Jalier. In Rot, Metallic. Okay. Da wird ein kleinen Spoon extra genommen. Ja. Alter, hat der Dampf.
Alter, der Dampf. Kein schlechter, ey. Oh, wo will der denn ganz hin? Schlimm ist, ich kann da kaum was gegen machen. Ja. Wie schön langsam er den genommen hat, Alter. Guck dir das an, ey. Der geht voll steil, Alter. Der ist ein Saibling. Geh mal am besten rüber, weil sonst wird das nicht verputzelt, oder? Der ist noch lange nicht fertig. Merkst du, wie er Kopf rudert, Alter? Der hat richtig Zunder, ey. Schönes Ding. Oh, der ist nett. Der ist schön. Schönes Teil. So, Freunde. Hier nochmal ein richtig schönes Exemplar von einem Saibling. Ein prächtiges, richtig herrliches Tier, ey. Ich muss mal eben. Ja, es ist eisekalt. Wirklich, wirklich eisekalt. Es fing auch eben ein bisschen an zu pieseln hier. Ich bin jetzt aktiv nochmal nach einem schönen warmen Kaffee eingestiegen. Habe auf einen kleinen Spoon geswitcht. Ich glaube auf einen Jarea. Rot-Metallic mit einem weißen Streifen. Ich zeige ihn euch gleich einfach mal. Auf jeden Fall auf einen kleinen Spoon. Schön langsam geführt, ein bisschen tiefer im Mittelwasser. Und dann ist dieses schöne Ding eingestiegen, kurz vorm Ufer. Richtig herrliches Tier, ey. Die vor allem kampfstark wie Bolle, ne? Also was das gerade für ein Drill war wieder, das ist schon phänomenal, ey. Also das macht richtig, richtig Spaß hier, ne? Kann man echt nicht anders sagen. Tiere sind noch 1A, die sind... Ich habe jetzt erst einen gehabt, wo eine Brustflosse fehlte, ne? Aber alle anderen sind vollständig, wunderschön, keine Macken, kein überhaupt gar nichts, ey. Einfach herrlich. Richtig, richtig schön. So, habe ich jetzt aber geflunkert. Sie sieht aus wie ein Jarea, ne? Das ist ein Weeper. Also sorry an alle, das ist kein Jarea. Ich muss mal auf den Jarea gucken. Ja gut, der sieht so ähnlich aus. Das hier ist ein Weeper, 1,5 Gramm. Der hat jetzt den schönen Saibling gebracht hier. Es muss nicht immer Jarea sein. Leute, ich kann nur eins sagen, es ist so ein bisschen wie Lost in Paradise. Das war jetzt ein hammerhartes Wochenende. Zum einen, klar, man hat die Arbeitswoche, man freut sich aufs Wochenende, aber dann kommen fette Veranstaltungen. Wir haben Samstag das Kinderangeln gehabt für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Wir hatten gestern das Angeln für die Deutsche Kinderkrebsstiftung mit Forellenjäger Nord, mit Fishingman Dennis, wo die ganzen Ersteigerten mitgemacht haben. Sven, du Alter, ist auch schon wieder am Drill. So, und jetzt haben wir Montag, bin mit Svenny schon wieder am Wasser, beziehungsweise immer noch eigentlich. Wir sind immer noch bei Micha hier auf der Anlage, wir haben bei Micha geschlafen. Micha, vielen lieben Dank nochmal an dich und deine Frau Petra. Schöne Grüße, wir bringen dir nächstes Mal eine Kleinigkeit mit. Vielen lieben Dank, dass wir bei euch übernachten durften und dass ihr uns aufgenommen habt. Richtig geile Sache. Das hat das Ganze für uns ein bisschen entspannter gemacht, hat ein bisschen den Knoten da rausgenommen mit diesen ganzen Fahrereien. Das sind immer sehr lange Anfahrten, die man hat. Von daher war das eine ziemlich geile Kiste. Keine Ahnung, was der Rübenkönig da schwer macht. Ich muss mal hingucken gehen.
so grund ist, oder? Ja. Hast du nicht gerade einen aufs Huhn gehabt? Ja, der ist abgegangen. Komm, dafür. Der Typ hat einen aufs Buhn ausgeschlitzt und im gleichen Augenblick geht die Grundrute ab. Jetzt hat er einen auf Grundrute gekriegt. Also, was willst du da sagen? Ey? Und der lädt schon gleich durch. Das ist Zähnefletschen, der hat die Knarre hinten auf dem Buckel. Dass der Mann mal so tief sinken muss, um an seinen Fisch zu kommen, dass er auf Stand angelt. Guck dir mal das Ding an. Schasem, Schasem. Was meintest du eben, dass ich wie tief sinken muss, um auf Stand zu Boah. Oh, Micha, das tat weh jetzt. Wenn die Verzweiflung zu groß wird. Ne? Scheiße, er hat einen Saibling gefangen. Ich muss irgendwas machen. Es muss 10-10 stehen. Ich kann sonst nicht schlafen. Ich bring mich um. Kein Grund zur Panik. Ich häng mich nur eben auf. Ja. Weil der Schlanke eine Linie ist. Aber Micha, das mit dem Standangeln, das tat jetzt echt weh, ne? Ja, aber nicht so weh, als wenn du weniger Fische gefangen hättest als Björn. Hallo, der hat gestern schon auf die Kacke gehauen. Oh Mann, ey. Egal, ob es bei Eddie ist, ob es hier ist, ich bin der Doofe. Ich hab euch alle nicht mehr lieb. Ich glaube, ich muss meine Auswahl der Angelanlagen doch überdenken. Das hat so keinen Tau mehr. Nee. Überall kriegst du nur Feuer. Das ist doch nicht mehr schön. Dann fahren wir nach Steinfeld und hör dir an, wenn David dir seine Sprüche um Ohren haut. Der macht einen auch immer richtig fertig, ey. Ja, Meister Lampe, wenn du meinst, du kannst dir gleich ziehen mit deinem Zehnten. Das ist auch wieder Saibling. Achtung, Saibling kommt. Soll ich deinen Shaker mal rausholen? Jetzt gerade habe ich ihn im Griff, aber... Jetzt hat er meinen Shaker. Jetzt ist er ab. Das Fisch ab? Ja. Scheiße. Sich so angefühlt. Entweder ist gleich einer draufgeknallt, aber... Der ist wahrscheinlich hierher geschwommen. Und wieder ein Saibling. Wahnsinn, ey, man braucht hier echt Power. Man darf nicht so im Eimer sein wie ich. Ich dachte, wenn wir hier so weitermachen, wir kriegen ein Hausverbot.
Dafür liebt mich ja uns viel zu sehr. Ja, Freunde. Guckt euch diese Tiere an. Der nächste Saibling. Wunderschön. Guckt euch diese brutalen Flossen an, ey. Wenn die Gas geben, ne? Es ist Wahnsinn. Wirklich, wirklich Wahnsinn. So krass wunderschöne Tiere. Und so heftig kam ich. Ihr hört das, ich bin echt im Eimer. Ich bin ein bisschen schlafen. Aber ich freue mich, hier zu sein und das genießen zu dürfen. Einfach Wahnsinn. Richtig geil. Das kommt jetzt die zweite Beißphase, ne? Wie schön ist das nicht einfach? Nein, ist das nicht einfach? Nein, es ist nicht. Die Jungs da drüben sollen fangen. Hör auf, Fische zu fangen. Hör auf, den Jungs die Fische wegzufangen. Du bist ein Angeber, bist du? Jungtieriger Angeber, ehrlich. Boah, die marschieren aber gerade richtig. Ihr seid auch dafür, dass er jetzt gehen muss, oder? Bitte. So er. Wenn überhaupt, dann ihr beide. Der angelt gezielt. Ich bin doof. Bei mir ist das Zufall. Schöner Lachs. Alter, dafür, Baby. Schönes ja, dafür Ding. Über ein Kilo Lachs, mein Freund der Sonne. 1300. Schönes Ding. Ja, 1300. Aber soll ich dir noch was sagen? Auf den ganzen Eigengeschmack. Beim Saibling bin ich total der Bärlauch für die Schiss. So, Freunde, und damit nicht nur Saiblinge in die Kamera wandern, hier nochmal eine wunderschöne Lachsforelle. Auch wunderschöne Tiere, die der Micha hier hat. Also, es macht einfach nur Spaß. So, 11:11. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn er was am Kopf kriegt, ne? Aber bitte, wenn ich hier weg bin. Meine Fähigkeit zu Hause vergessen. Macht nichts, mach nur 200 Gramm Blei ran, dann geht das auch. Leute, ich werde langsam so richtig müde. Das war am Wochenende, ey, Wahnsinn. Aber wunderschön mit vielen tollen Leuten. Wirklich, wirklich super. Na, hat mega Spaß gemacht, ey. Ja, ein freundschaftlicher Wettstreit. Lustige Kiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zu 11. 11 zu 11 ist es ausgegangen. Das kleine Freundschaftsduell zwischen Svenny und mir. Ein freundschaftlicher Vergleich, kein Duell. Kein Duell, ein freundschaftlicher Vergleich. Du bist auch einer, der scheiße schön redet, oder? Immer, immer. Ja, Leute, war auf jeden Fall mega geil. Wir wollten ja eigentlich nur noch eine kleine Runde entspannt angeln, vielleicht ein Käffchen trinken, ein bisschen mit Micha schnacken. Ja, da ist jetzt sowas draus geworden. So schnell kann es hier gehen im Angelparadies Eschede. Einfach genial, ne? Und wie gesagt, der Fisch, ey, echt Wahnsinn. Ihr habt die Drills gesehen, wie lange man da am Rumkaspern ist, ey. Hat mega Spaß gemacht. Zug! Das wird auch mein nächstes Ding hier, ey. Zug! Ja, Freunde, Feierabend im Angelparadies aus Lost in Paradise wird jetzt ab nach Hause. Es war noch ein sehr entspannter Vormittag jetzt hier. Unsere, weiß ich gar nicht, viereinhalb Stunden am Teich. Jetzt ist Mittag, wir wollen nach Hause. Wir fahren jetzt immerhin noch anderthalb Stunden, ein Dreiviertelstunden, wenn wir freie Fahrt haben. Ja, ich kann es jedem empfehlen, hierher zu kommen. Es ist eine super Anlage mit einem super Betreiber, wirklich Michael, top. Super Besatz, Quali ist einfach, ist Wahnsinn, die rockt einfach, ne? Ja, Freunde, Abo nicht vergessen, hinterlasst mir einen Kommentar, Daumen nach oben würde mich freuen. Und ich würde sagen, bleibt gesund, wir sehen uns am Wasser, bis dann. Thank you.
Leute, Leute, Wahnsinn, der Micha, er hat uns eben noch verköstigt mit Krustenbraten, Brötchen und Erdbeerkuchen. Das war ein absoluter Traum. Hinter mir ist Svenny. Ja, wir sind jetzt aufgebrochen. Ein mega schönes Wochenende, wirklich Hammer. Ich freue mich jetzt aber auch auf zu Hause. Ich freue mich mega auf meine Tochter. Kannst eigentlich kaum abwarten, nach Hause zu kommen. Gleich zu Hause noch eben die Fische verarzten. Und dann ist Family angesagt, ne? Und morgen schon wieder arbeiten. Leute, macht's gut.